Nicola Pohl vom Reitsportzentrum Dagobertshausen. Gestern da ritt sie den Quasimodo Z Valoma. Reitet sie jetzt hier Roven. Roven, 12-jähriger AES-Waller von Animo Landadel. Und dann geht es weiter mit Vollkorn und das ist auch der Stamm eines Landjonker, der hier auf dem Zuchthof Glatte wirkte. Auch der Stamm eines Baltimore, dieser Balu, der mit Malin Bayard, der Schweden schon Nationenpreise ging. Das ist Balu aus der Dreiviertelschwester von Landjonker, Balu Landor und dann die Landjonker-Mutter Fontin Rocco. Ja, und dieser Roven, Sohn des Animo, den uns Nicola Pohl hier zeigt. Animo, der ja auch mal für Dänemark 1992 bei Olympischen Spielen in Barcelona an den Start ging, mit Andy Amo Z, auch so einen ganz starken Sohn für die Zucht gestellt hat. Und der Animo Sohn Roven hier mit Nicola Pohl noch null auf dem Weg in die letzte Linie. Nimmt ihn nochmal Maß, sammelt ihn. Und so kommen die fünf dann von ganz alleine und mit den Fünfen federfrei ins Ziel. Nicola Pohl auch heute mit dabei in der Entscheidung, nachdem sie ja gestern schon siegreich gewesen ist. Das ist dann Paar Nummer 6 für Stechen.